Hallo, heute zu einer neuen Outfit-Inspiration, in der ich euch... Ist das eigentlich ein Outfit, wenn ich euch mit einem Stoff zu einem Schnitt inspirieren möchte? Ach, ich könnte das jetzt auch Stoffinspiration oder Schnittinspiration nennen oder Pippelinchen-Inspiration. Ich glaube, das trifft es auf jeden Fall irgendwie immer. Es geht heute um diesen Mantel, um den Mantel Ebony. Ihr habt den ja bei uns schon entdeckt, weil wir da schon mal so ein Remix haben. Richtig, Laura? Richtig. Und in diesem Remix von Schnittmuster Berlin hatten wir euch für den Mantel Ebony Walklodenstoffe vorgestellt. Das Schöne am Mantel Ebony ist aber, man kann unterschiedliche Stoffqualitäten verwenden und er sieht immer wieder anders aus. Ich trage ihn heute hier, es ist eine komplett andere Stoffqualität und damit sieht dieser Mantel Ebony einfach auch nochmal komplett anders aus. Und es ist ja immer wieder schön, wenn wir den Schnitt einmal kaufen und mehrfach verwenden können und trotzdem nicht die Nachbarin, die Mitarbeiterin im Büro, die Kollegin sagt, oh, trägst du es heute schon wieder, sondern man trotzdem irgendwo immer denkt, es ist was anderes. Das ist ja schon immer sehr, sehr schön. Eine Artenvielfalt würde ich das Ganze mal nennen. Und insofern wollte ich euch heute einmal vorstellen, welche schönen Stoffe wir denn im Bereich elastische Jerseys haben, die sich auch gut für den Mantel Ebony verwenden lassen. Das hier ist nämlich tatsächlich ein Stretch-Jersey. Und dieser Stretch-Jersey, also der Mantel Ebony, ist komplett von innen gefüttert. Und damit hat das natürlich ja fast, ich sage mal, sieht so ein bisschen so Longblazer-mäßig aus. Ne? Wenn ich damit so unterwegs bin, ist natürlich schon mal wieder was ganz anderes, ein bisschen Business-Outfit. Kann man ja mal gebrauchen. Und dieser Stretch-Jersey, den haben wir hier nämlich, das ist eine Rollenware, eine sehr hochwertige italienische Ware. Und das ist wirklich jetzt nur mal, damit ihr den Stoff mal gesehen habt, so schaut das aus, also wirklich ein schöner, formstabiler Jersey. Eine gute Dehnbarkeit hat er, trotzdem halt eben so ein bisschen, ja, formstabil. Auch dieser ist doppelt gewebt, das kann man hier so in der Schnittkante ein bisschen, wenn ich das ein bisschen auseinanderfussel, könnt ihr das, glaube ich, sehen, so eine Jacquard-Webart, ne? Mhm. Kann man, glaube ich, erkennen. Mhm. Und dadurch kriegt dieser Jersey halt eben so ein bisschen Stabilität. Das braucht ein Jersey auch, wenn man ihn zu einem Mantel vernähen möchte. Aber wir haben natürlich auch noch ein paar weitere. Wir haben ja mal durchgeguckt, was wir denn überhaupt da so haben. Und zwar haben wir, wenn wir mal bei hochwertiger italienischer Ware bleiben, haben wir nämlich auch hier noch zwei, die dafür super toll geeignet wären. Ach, die Laura, das so schön drapiert ist, wollte ich das gerade drauflegen. Aber das wäre kannst du trotzdem gerne da drauflegen. Also auch das ist so ein schöner, formstabiler Jersey oder Stretch oder Jacka Stretch oder wie auch immer. Also das, da gibt es ja viele Bezeichnungen für. Also schön formstabil. Den könnte man auch super verwenden, haben wir in zwei Farben, einmal in diesem hellblau-blau und einmal in diesen Beere- und Rosatönen. Wirklich auch ganz, ganz tolle Stoffe. Ich zeige euch jetzt ja heute einiges an Stoffen hier. Ich werde euch jetzt aber nicht mit Artikelnummern hier langweilen, denn Laura wird die unten im Text zu diesem Video schreiben. Das heißt, wenn euch ein Stoff gefällt, dann guckt ihr einfach in diesen Text da unten drunter und findet das dort. Und was wir natürlich machen können, Memo an Laura, wir könnten diese Stoffe ja auch alle bei Ebony direkt mit verlinken im Shop, ne? Genau, also wenn man den Schnitt Ebony anguckt. Genau, wenn ihr euch den Schnitt Ebony im Shop anguckt, findet ihr auch da alle Stoffvorschläge von uns drunter. Ist eine ganze Menge, aber könnt ihr euch durchfühlen. Genau. So, aber dann jetzt mal weiter. Wir haben ja noch ein paar andere schöne Stoffe. Und zwar haben wir zum Beispiel den hier. Das ist ein Brushed Jersey. Das ist auch etwas ziemlich Cooles. Und zwar hat der von innen... sieht man die Strickstruktur und von außen ist der gebrushed, also angehaut und dadurch hat er eben so eine Weichheit da drin. Also Weichheit vom Streichen her. Trotzdem schön formstabil. Gibt es auch in, zum Beispiel in rosa und in hellblau und eine weitere Farbe ist noch gerade im Einstellprozess, das weiß ich. Also auch der ließe sich natürlich toll zu diesem Mantel vernähen, denn der ist dann ja nicht so dick. Also ihr habt doch nicht so richtig diesen Wollmantel, sondern eigentlich einen schönen Übergangsmantel. Also das, was wir ja jetzt auch brauchen können. Dann haben wir hier noch so tolle Romanits und zwar ist das obere mit diesem schönen kräftigen Muster. Also wie gesagt, man kann das Ganze ja immer schön auch gemustert machen, einen Mantel. Von innen eine schwarze Innenseite, wobei wenn ihr den fütterst, sieht man die ja eh nicht mehr. In diesem tollen Violett-Orange. Und hier haben wir zweimal halt eben noch ein ganz klassisches Muster. Einmal in diesem Bottle-Schwarz und einmal auch Creme-Schwarz. Auch das ließe sich gut verwenden. Und wenn ihr das Ganze weniger gemustert haben wollt, sondern eher uni, könnt ihr auch natürlich unsere ganz normalen Romanit-Jerseys dafür verwenden. Auch die sind so ein bisschen formstabiler. Und damit eignen sie sich wirklich toll auch halt eben für Bläser oder aber auch für diese langen Mäntel. Also auch da, das ist nur stellvertretend, sind das mal drei Farben. Wir haben einige mehr.
einige, viele mehr. Ja, genau. Die wollten wir nicht alle mit nach oben schleppen. Wollten wir nicht. Und dann haben wir hier nochmal welche hingestellt. Das sind ganz, ganz tolle von Meat and Milk. Ach, die sind so schön. Die sind so schön. Und zwar auch hier, schaut mal, ich versuche euch das mal so detailliert zu zeigen. Von innen sieht das so aus, von außen so. Auch das ist es dehnbar, aber trotzdem schön formstabil. Dieser Stoff mit der Struktur, den haben wir, ich glaube, in vier Farben da. Ne? Das ist hier tatsächlich genau, der rosa, Petrol, lila und dunkelblau. Das ist der Ponte-Knit, so heißt der, glaube ich. Und das hier ist ein Romanit, auch nochmal von Meat in Milk mit dieser tollen Tencel-Faser in diesem schönen Okreton. Auch so richtig schön formstabil. Auch das wäre ein ganz, ganz toller Stoff für den Mantel Ebony. Also wie gesagt, es geht eine Menge unterschiedlicher Stoffe für diesen Mantel. Und ja, optimal, ne? So ein kleiner Übergangsmantel, das ist das, was wir leider dann jetzt, was heißt leider? Im Sommer hatten wir lang genug, jetzt darf es auch wieder so werden, die wir jetzt gut anziehen können. Ja, ich hoffe, euch hat das heute so ein bisschen unsere Stoffinspiration gefallen. Ich wollte gerade sagen, wenn nicht, klickt ihr weiter. Jetzt ist nein, eh vorbei. Nein, genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden euch auch noch ein paar Outfits zusammenstellen aus noch anderen Stoffen. Also seid gespannt. Bis dahin, liebe Grüße.